So, weiter geht's mit dem Add-on Mission 3. Da geht's jetzt ab zum Mond. Da geht bestimmt noch mehr ab. Mal gucken. Bestimmt Level 26 normal. Alles klar, bin ich dabei. Ich mache irgendwann die ganze Mission normal oder dann auf einem höheren Level, aber ich will jetzt erstmal probieren, jetzt erstmal so durchzukommen, damit ich eventuell mehr XPs kriege, damit ich die Schule aufwerten kann, dann bin ich richtig geil. Sechs von uns begaben sich hinunter in den Abgrund. Ich war überheblich genug zu glauben, dass wir Kota besiegen könnten. Aber die Schar hat sich seine Seele geschnappt, bevor wir ihn zerstören konnten. Und dann war nur noch Verderben um uns herum. Wir haben versagt. Du darfst nicht versagen. Zerstöre Krotas Seele. Oh. Ist jetzt schon die Endmission? Nee, ne? Wieder Waffen wir nannten das, wo wir Krota zum ersten Mal sahen, einen Tempel. Geh, finde ihn und mache den Tempel zu seinem Grab. Okay. Wohin schlitzen? Der Mühe Krota. Wir versteckten uns in der alten Mondbasis dort vorne und warteten auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Wir waren mutig, aber wir waren nicht bereit dafür. Okay. Mutig und nicht bereit dafür. Okay, aber mal gucken, ob ich da jetzt bereit bin und auch gleichzeitig mutig. Sofort auf den Boden. Ja. Nur wenige von uns haben es über die Schlucht geschafft. Die Felsen rissen auf. Die Schar lauerte in einem Hinterhalt. Für diejenigen, die es hineinschafften, war es schlimmer. Bleib am Leben. Kommt ein Schiff aus der Bahn. Schießt auf mich. Herr Muni? Was? Komisch, hätte ich vorhin eigentlich aufgeladen. Egal, ich hab das so. Ziehen Sie es zurück oder was? Der. Vergiftet? Warum? Bin ich jetzt reingelatscht? Hauen die ab? Bin ich zu äppeln? Nee, jetzt. Der grüne Drop, der interessiert mich nicht. Mein Controller vibriert. Nichts gut. Hi. Ohne den geht gar nichts. Ich habe schon Schatten gesehen. Oh ja. Der hier. Oh, gibt's nicht. Was? Was? Das reicht nicht. Hey, der ist nicht mehr. Danke. Und er mehr. Oh, shit. Ja, jede Granate hat richtig gut super getroffen, ey. Nein.
Ich kenne dieses Geräusch. Beeil dich! Beeil dich? Dass man hier erstmal ein bisschen abholen hier. Nein. Ich könnte ja eigentlich mal eben die Schadings anmachen hier. Ach, die haben sie ja. Keine Katze, Leute, hier. Fast keine Katze. Also, siehst du, alles rot aufblinken hier. Muss man kurz ins Menü, aber wir greifen mich jetzt an. Oh, greifen mich echt an. So, das kriegt ein bisschen Geld. Beziehungsweise Glimmer. Sagen wir, sind noch mehr oder was? Sind immer wieder neu? Ich hoffe mal nicht. Die Bauern sind immer gut. Kann man gebrauchen. Habe ich auch schon was voll, jetzt geht weiter. Ja, es geht einfach weiter. Das ist aber schön. Au. Da unten sind auch wieder welche. Ey, Mann. Was? Wie oder was schießt ihr auf mich? Was oder wie oder warum? Ah, toll. Eine Sphäre nur? Oh Mann, oh. Sollen wir schnell hinrennen? Oh, meine Raketen sind verbunden. Upsi. Die verfolgen mich, die scheiß Dinger, die sollen das lassen. Au, Alter. Alter, ich bin gleich weg. Die werden ja immer schneller, die scheiß Dinger. Lass das. Kann ich mal die Füße fassen hier. Was sind für komische Geräusche? Ups. Oh Mann, ey. Controllerfehl. Maustastatur, wenn mir es nicht passiert. Oh, hier sind noch mehr von den Karten. Wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Hä? Blind? Ja, da. Upsi. Oh, das ist schon wieder richtig viel. Haha. Oh. Verfluchter Leiteingang. Okay. Das ist echt nervig. Ah. Dann die Tür zu mir. Ja, shit, Alter. Oh, war nicht gut. Jetzt war gleich mal gut hier. Hm.
ich da gar nicht hin. Also bis hierhin kommt man auf jeden Fall und durch die Tür bin ich noch nie gegangen, glaube ich. Das ist neu. Nee. Sieht doch nicht nett aus. Oh oh. Finde die Erwecker. Halte sie auf. Aha. Jetzt bin ich jetzt mal nicht reingesprungen. Au. Das wäre eben kurz das Ziel für mal gucken, ob ich irgendwas schon sehe. Nee. Wir haben Superpower durch den Saft da, oder was? Oh ne, nicht mehr so. So, weitergehen. Bin ich mal gespannt, echt, was da gleich kommt, du. Riesenfetz, Fetz, oder was? Sie erwecken seine Seele. Wir wecken seine Seele. Oh. Ah, wo bist du jetzt? Ey! Das will ich aber nicht. Erstmal schön verstecken. Oh. Schön vorbeiwerfen. Ey, wir hocken hier. Mann, Mann, Mann. Geht's da lang? Ja, ich geh mal geradeaus weiter. Ich spiel mal weiter, immer weiter, immer weiter. Immer tiefer ins Dunkle. Obwohl es eigentlich hell. Naja, ich hab das Gefühl, dass ich hier nach oben gehe. Oh, oh. Erst noch auf dicken Louis gemacht, dann werde ich direkt auf Ummel gekriegt hier. Auf Ummel meine natürlich. Auf Ummel. Oh oh. Kota, sie erwecken ihn. Nö. Nicht, wenn ich da reinschieße. Oh. Au.
gucken, ob ich es so schaffe, von hier so ein bisschen umsnipern und so. Ja, ist auch ein Rom. Ein Bandespiel. Hm? Oh nein. Das ist richtig kaputt. Was ist das für Blödsinn? Der treibt mich hier raus oder was? Okay. Wenn jetzt gleich wieder hinterher kommt, ey. Oh, das schaffe ich noch nicht. Oh Mann. Ey. So. Ich will das so nicht spielen, das macht mir Angst. Zerstöre ihn. Der Kristall, verdammt. Okay, den da. Das war es gerade für ein komisches grünes Licht. Oh, schon. Oh Mann. Wow. Wie viel Scheiße haben wir denn noch? Ey, lass das. Also hier ist eine gute Position, habe ich das bestellt, ey. Cool. Doch geschafft, ohne. Kotas Seele wurde verbannt. Du hast mir Vergeltung geschenkt. Ich danke dir. Und selbst wenn sie es noch nicht wissen, auch die Stadt dankt dir. Ja, cool. Ja, sauber. Super, ey. Juhu. Ah, das war die dritte Mission, ne? War das jetzt schon letzte? Hoffentlich nicht. Ah, da hinten, eine gute Position, kann man sich gut hinsetzen, hinstellen. Also braucht man gar nicht so viel Rücksicht nehmen können hier. Haha. Aber gut, war jetzt auf Level 26, aber ich glaube auf 28 oder 30 oder was ich, was man hier machen kann, schafft man das auch ganz gut, wenn man sich da hinten hinsetzt. Nur dass halt nach einer Zeit da hinten dieser komische Superretter kommt, den man nicht kaputt machen kann. Weil er dich dann raustreibt. So, fliege ich mal schnell wieder zum Turm. Was hab ich da gekriegt? Was ist das? 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 Exotisches Teil oder was ist das? Mal gucken. Was ist das denn hier? Was ist denn das? Fusionsgewehr-Telemetrie. Ah, oh, toll. Das ist ja irgendwas richtig super mäßig, richtig geiles, ey, was ist nix. Boah, doof. So, dann müssen wir schon weiter wieder. Guck mal, jetzt bin ich schon wieder Level 29 und dann, wenn ich das durch habe, bin ich vielleicht schon fast 30. Aber nur vielleicht. Hm.
Wir müssen das cyclen. Oh, wir können erstmal schon mal losfliegen. Ja, ja, ja. Kann ich gleich zum Krypto-Krypt, ja, ich kann nicht gleich, ne? Und dann ein bisschen einkrypten hier und so. Geil. Was hab ich hier noch gekriegt? Mal richtig goldig machen. Wie das aussieht. Hallo. Oh, kommt nix. Warum nicht? Hallo. Na, lass mal gucken. Flieg, Taube, flieg. Ja, Ladezeiten, Ladezeiten. Oh yeah, oh yeah, no. Münze ist schon mal gut. Den Rest kann ich wieder direkt in eine Tonne kloppen. Oh, wie sieht jetzt eigentlich aus? Goldig grün, Junge. Ja. So, mal schnell wieder hin und dann gießt du bestimmt wieder die nächste Mission. Yeah. Lange auf diesen Tag gewartet. Krotas Seele ist gebrochen. Seine Herrschaft beendet. Nimm dies, Hüter. Ich danke dir. Wie? Das war schon? Oh ne, geht noch weiter. Krotas Seele mag erloschen sein, doch seine Armee sucht immer noch die Erde heim. Finde sie in Altrussland. Strecke sie nieder. Oh yeah. Bring es zu Ende. Ich hab gerade irgendwie eine Waffe gekriegt hier. Das ist ein Sniper oder was? Fusionsgewehr, ein grünes. Grünes sag ich schon. Aha. Nicht schlecht. Kann wechseln. Kann ich noch was machen? Noch eine Mission annehmen, ja. Ja. Mach ich kurz Pause und dann mach ich gleich kurz diese andere, die anderen Beute zu, was da ist. Danke fürs Zuschauen, ne? Bleibt dran.